Also Themen von Jugendlichen sind ja im digitalen Raum schon mal vorhanden. Das heißt, oft in privaten Chats, oft in Sprachkanälen, in denen jetzt kein Jugendmitarbeiter arbeitender ist, keine Jugendmitarbeiterin, kein Jugendmitarbeiter. Wir müssen, also da ist die Frage wirklich, wie man an diese Themen rankommt. Aber sie sind anders als im mündlichen Raum, wo sie ja wirklich weg sind, sind sie ja auch in der digitalen Welt schon mal zum Beispiel in einem Chat festgehalten. Also es wäre viel leichter, sie zu transportieren. Ne? Das ist ein Zugang. Der andere Zugang ist wirklich, die Medien der Jugendlichen nutzen und Interesse bei ihnen wecken über diese Medien, um sich dann zu beteiligen. Ne? Auch da kann ich ne, sagen, wenn ich jetzt sage, ich locke die Jugendlichen und sage, bei mir könnt ihr gemeinsam auf dem Server in Minecraft bauen und wir machen das aber zum Thema Zukunft eurer Stadt. Und danach gibt es ein Forum mit irgendwelchen Politikerinnen, und dann können die das da präsentieren. Und wir nutzen eigentlich das Spiel, um sie da ranzuführen. Ihr könnt da mitentscheiden. Es gibt hier ein Format. Ja, ihr könnt jetzt plötzlich sozusagen euch einbringen. Das ist, glaube ich, auch eine Chance, die wir bisher zu wenig nutzen und wo uns das Digitale wirklich helfen kann. Und sonst sind wir, aber also grundsätzlich bleibt das Problem, dass wir sozusagen eher in der G-Struktur diese Themen abfragen müssen, ob das jetzt sozusagen eine Art Umfrage, eine Art Spiel ist, eine Art Wettbewerb. Und da sind wir gar nicht viel weiter weg als in der analogen Welt. Da gab es immer die Kritik, dass ein Beteiligungsprojekt irgendwo im Rathaus im tiefsten Keller liegt und keiner findet es. Und heute liegt es eben auf irgendeiner Webseite, wo es keiner findet. Das hilft uns auch nur begrenzt weiter. Es hilft uns insofern weiter, als wir natürlich den Link besser in Social Media teilen können und dann Jugendlichen auch besser sagen können, hier ist der Link. Also es ist schon ein Tick leichter. Aber ich glaube, das ist kein einfacher Weg. Aber wir könnten da diese vielen Sachen, die ohnehin schon da sind, wenn man die gewinnen könnte und rausfinden könnte, das wäre natürlich ein echter Gewinn.